Willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser Magazinausgabe hier in ORF Sportplus. Wir beginnen nun mit einer halbstündigen Zusammenfassung von den Google Games, dem Hallenleichtathletik-Meeting in Linz. Dort sorgte ja auch Hürdensprinterin Beate Schrott für ein Highlight. Und danach übersiedeln wir an die türkische Riviera. In Belek hat das Gros der heimischen Fußball-Bundesliga-Clubs einen Teil seiner Liga-Vorbereitung absolviert. Wir haben die Vereine besucht und liefern die aktuellen News. Anschließend gibt es zwei Beiträge von der Freeride World Tour, und zwar von den Stops in Österreich. Und zu guter Letzt informieren wir Sie noch ausführlich über das Volvo Ocean Race. Viel Spaß und gute Unterhaltung beim Zuschauen. Bereits zum 11. Mal stellt das Google Indoor Meeting in der Linzer Tipps Arena den Höhepunkt in der heimischen Leichtathletik-Hallensaison dar. Neben den österreichischen Stars nutzen auch zahlreiche internationale Athleten die Möglichkeit, in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ihre Form zu überprüfen. Das Interesse ist sehr gut. Wir mussten leider den einen oder anderen Athleten, nämlich nicht den einen, sondern sehr viele eigentlich auch abweisen, weil es nicht möglich war. Wir haben kein Meeting, das 4-5 Stunden dauern kann. Und wir haben leider einigen Athletinnen und Athleten absagen müssen aus dem Ausland, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, und wir haben ein tolles Feld. Vor allem die besten Österreicherinnen und Österreicher sind mit dabei. Der einzige Heimauftritt zum Beispiel von Beate Schrott, das muss sie auch stolz machen. Das ist traumhaft. Sie ist jetzt im Vorlauf schon eine ganz tolle Zeit gelaufen und wir drücken im Finale die Daumen. Kiera Grünberg wird heute am Start sein. Andi Woltjer wird die 1500 Meter laufen. Seien wir gespannt. Im 60 Meter Hürdensprint steht vor allem diese Dame im Mittelpunkt des Interesses, Beate Schrott. Die dreifache Leichtathletin des Jahres und Olympiafinalistin in London bestreitet in Linz ihr einziges Heimspiel in dieser Saison. Die 26-jährige Niederösterreicherin hat ja ihren Lebensmittelpunkt in die Niederlande verlegt, wo sie neu unter Startrainer Rana Reider trainiert. In Linz kann Beate Schrott ganz ohne Druck an den Start gehen, da sie das erste Saisonziel, die Qualifikation für die Hallen-Europameisterschaft in Prag Anfang März, durch gute Leistungen bei den Meetings in Düsseldorf und Karlsruhe schon in der Tasche hat. Beate Schrott gewinnt ihren Vorlauf in 8,09 Sekunden, womit sie ihre Saisonbestleistung bereits um eine Zehntelsekunde nach unten schraubt. Auch der zweite Vorlauf ist stark besetzt und zwar mit der Weißrussin Alina Thalay. Sie wird ja vom österreichischen Leichtathletik-Chefcoach Philipp Unfried betreut und ist mit einer persönlichen Bestleistung von 7,94 Sekunden hier in Linz ganz ohne Zweifel jene Dame, die es zu schlagen gilt. Thalay läuft auf Bahn 4. Und mit 7,94 Sekunden zeigt Alina Thalay bereits im Vorlauf ihr großes Potenzial. Sie sorgt mit dieser Zeit auch für eine Jahresweltbestleistung. Ja.
Im Finale kommt es damit über die 60 Meter Hürden zum Duell zwischen Beate Schrott und eben Alina Thalay. Bei 7,98 Sekunden bleibt die Uhr stehen. Alina Thalay, die Bronzemedaillengewinnerin der Hallenweltmeisterschaft 2012, gewinnt also das 60 Meter Hürdenfinale vor Beate Schrott, die mit einer Zeit von 8,1 Sekunde aber auch mehr als zufrieden sein kann. Ich habe mich so gefreut über die Zeiten heute, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich wollte mich zu Karlsruhe, da bin ich 8,19 gerannt, um ein paar Hundert zu steigern und dass gleich eine Zehntel drinnen ist, hätte ich nicht gedacht und ich bin wirklich ganz, ganz glücklich. Es ist ja der einzige Auftritt sozusagen, es ist ja nur ein kurzer Lauf. Sie sind kurz eingeflogen aus Holland, werden dann auch gleich wieder zurückkehren in ihre neue Heimat sozusagen. Wie ist es, vor diesem Publikum zu laufen? Ich habe mich jetzt schon ganz lange darauf gefreut, dass ich vor dem heimischen Publikum laufen kann und natürlich, dass ich ein paar Tage zu Hause sein kann. Und es war, ja, also es hat mir sicher geholfen, dass ich heute die Leistung abrufen habe können und ich bin total froh, dass ich da bin. Wie gefällt es Ihnen in Ihrer neuen Heimat in Holland? Auch sehr, sehr gut. Also das Trainingszentrum dort ist wirklich genial. Da mangelt es an gar nichts und mit der neuen Trainingsgruppe fühle ich mich total wohl und langsam richte ich mich dort auch schon häuslich ein. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Die Leistungen sprechen ja für sich, relativ schnell das Limit geschafft. Das nächste große Ziel nehme ich an, jetzt die Europameisterschaft. Was soll denn da rausschauen? Ich muss sagen, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe mir für die Hallensaison eigentlich vorgenommen, dass ich Wettkampf für Wettkampf so nehme, wie es kommt. Ich habe doch die letzten zwei Jahre sehr wenig laufen können aufgrund der Verletzungen. Und das Ziel für die Hallensaison war eigentlich, an das neue Training gewöhnen und wieder einen Wettkampfrhythmus finden. Und dass es jetzt so schnell funktioniert, das überrascht mich selber ein bisschen. Und ich lasse aber jetzt einfach weiter auf mich zukommen, was die nächsten Wettkämpfe bringen. Umso mehr muss man sich ja dann eigentlich auch schon auf die Freiluftsaison freuen. Auf jeden Fall, das ist auch meine stärkere Strecke, glaube ich. Und wir haben viel am Start auch gearbeitet, das war immer meine Schwachstelle und das wirkt sich jetzt auch schon aus und ich hoffe, dass ich in der Hallensaison das noch verfestigen kann und dann hoffe ich, dass draußen wieder gut läuft. Das 60 Meter Hürdenfinale der Männer geht leider ohne österreichische Beteiligung über die Bühne, nachdem Martin Kainrad und Manuel Bratschak in den Vorläufen gescheitert sind. Der Sieger kommt hier aus Ungarn, Balázs Bagyi, gewinnt in 7,68 Sekunden. Traditionell gut besetzt sind beim Google Indoor Meeting in der Linzer Tipps Arena Jahr für Jahr die Stabhochsprungbewerbe, wobei 2015 das Augenmerk ganz klar auf dem Stabhochsprung der Damen liegt, gibt es da doch mit der 21-jährigen Innsbruckerin Kira Grünberg einen neuen Star am österreichischen Stabhochsprunghimmel. Bei der Europameisterschaft in Zürich sprang Österreichs Leichtathletin des Jahres 2014 ins Rampenlicht, als sie mit 4,45 Meter nicht nur einen österreichischen Rekord aufstellte, sondern auch ins EM-Finale sprang. In Linz überspringt die Tirolerin, die das Ticket für die Hallen-Europameisterschaft in Prag bereits gelöst hat, ohne größere Probleme 4,40 Meter und darf sich damit auch über eine persönliche Hallenbestleistung freuen. Der Angriff auf den österreichischen Hallenrekord von 4,44 Meter, aufgestellt von Doris Auer 2001 in Glasgow, scheitert allerdings knapp. Ich weiß natürlich, dass ich es drauf habe, aber es ist halt immer, jeder Sprung ist ein bisschen unterschiedlich, man muss sich darauf einstellen und das habe ich heute noch nicht ganz geschafft. Aber ich hoffe natürlich, dass es beim nächsten Wettkampf noch höher geht. Sie haben das Heimpublikum angesprochen, wie schön ist es, vor dieser tollen Kulisse zu springen? Nein, es ist ein super Stadion also, und es sind so viele Zuschauer da und alle klatschen, eine echt ganz tolle Atmosphäre. Wenn Sie aufs Jahr 2015 blicken, was sind denn Ihre Saison-Highlights heuer? Also in der Halle auf jeden Fall die Hallen-Europameisterschaft in Prag. Und draußen die U23-Europameisterschaft in Tallinn in Estland. Für die Hallen-Europameisterschaft, die steht ja in den nächsten Wochen bereits an. Wie ist da der Fahrplan bis dahin? Also ich mache jetzt nur die Staatsmeisterschaften in zwei Wochen und dann nur mal die Hallen nehmen, also nur mal zwei Wettkämpfe. Ein absoluter Höhepunkt ist beim Google Indoor Meeting in der Linzer Tipps Arena alle Jahre wieder auch der Kugelstoßbewerb. Verantwortlich dafür ist ganz ohne Zweifel dieser stattliche Leichtathlet, der Oberösterreicher Lukas Weisheidinger. Der 22-jährige Junioren-Weltmeister im Diskuswurf hat sich zwar im letzten Jahr gegen das Kugelstoßen und für das Diskuswerfen entschieden,
Da es aber in der Halle keinen Diskusbewerb gibt, ist er diesen Winter noch einmal zum Kugelstoßen zurückgekehrt. Das Ziel ist mit der Qualifikation für die Hallen-Europameisterschaft in Prag klar vorgegeben. 18,50 Meter ist das Limit, eine Weite, die er kurz vor dem Jahreswechsel bereits erzielt hat. Mit 18,38 Meter ist der erste Versuch vor seinen extra angereisten zahlreichen Fans aber zu kurz geraten. Versuch Nummer 2 geht dann bereits auf 18,72 Meter. Damit aber noch nicht genug, gibt es doch auch noch einen dritten Versuch. Auf 18,97 Meter schleudert Lukas Weisheidinger hier die Kugel, womit er die geforderte Quali-Norm von 18,50 Meter locker überbietet. Ich wollte die 18,50 heute stoßen, da haben wir selber ein bisschen einen Druck gemacht. Ja. Aber es hat ja super funktioniert mit der Unterstützung. Es waren richtig viele Leute heute in der Halle und ich habe genau gewusst, das kann ich auch nicht pushen. Der erste war schon knapp dran, das gibt natürlich auch Selbstvertrauen für die Stöße dann danach, oder? Auf alle Fälle, aber es ist einfach die 18,50, das ist eine Zahl, die es immer im Kopf von mir umschwirrt dann. Und das ist irgendwo eine Blockade und wenn es nur 1 cm ist, dann ist man trotzdem vorher ein bisschen verkrampft. Aber ich habe natürlich gewusst, dass ich es schaffen kann. Ich habe gewusst, dass er nicht perfekt war, der erste Stoß, und dadurch resultierend habe ich noch zulegen können. Das Ticket ist in der Tasche, man freut sich auf die Europameisterschaft. Ja, mit welcher Zielsetzung fahren Sie denn jetzt dahin? Das Kugelstoßen habe ich ja nur jetzt nebenberuflich, wenn man das so ausdrücken kann, gemacht. Und die Leistungen, zum Beispiel wie heute, die sind von mir nicht aus viel Trainingseinheit entstanden, jetzt speziell mit dem Kugel, eher aus Kraft. Ich habe sehr viel Kraft gemacht, Gewichtheben, Reißen und Stoßen ist jetzt dazu gekommen, umsetzen. Und da habe ich natürlich mich steigern können jetzt im Kugelstoßen. Aber so richtig Druck oder Zielsetzung habe ich in dem Sinne gar nicht. Ich habe gewusst, ich habe jetzt gut zugelegt und es gibt Selbstbewusstsein dann für die Freiluftsaison im Diskuswerfen. Lukas Weisheidinger vergrößert also das bisherige ÖLV-Aufgebot für die Halleneuropameisterschaft Anfang März auf 7 Athleten. In Prag um Europameisterschaftsmedaillen laufen wird auf alle Fälle Österreichs Top-Mittelstreckenläufer Andreas Wojtyla. Der Gerersdorfer hat ja erst vor einer Woche die Limits über die 3000 Meter und die 1500 Meter geknackt und freut sich nun auf einen lockeren Lauf ohne Druck vor Heimpublikum. Dieses Vorhaben misslingt aber ordentlich, denn vom Start weg läuft es für den Niederösterreicher nicht nach Wunsch. Obwohl das Rennen nicht wirklich schnell ist, kann der 25-Jährige nicht ganz vorne mitlaufen. Der Tscheche Jakub Holoscher, Hallen-WM 2. über 800 Meter und Hallen-WM 5. über die 1500 Meter gewinnt in einer Zeit von 3 Minuten 41 Sekunden und 54 Hundertstel. Andreas Wojtyla kommt mit 6-sekündiger Verspätung als 7. ins Ziel. Es war eine Katastrophe, also ist einfach nicht gelaufen, es war unruhig von Anfang an, aber ich habe mich hingekämpft und man muss ehrlich sein, die Zeit war nicht schnell, die gerannt worden ist, also das bin ich vor einer Woche nach einem 3000 Meter Lauf, nachdem ich dort das Limit erbracht habe, auch noch über die 1500 gelaufen und heute bin ich komplett gestorben leider und weiß nicht, was los war, auf jeden Fall war das leider nichts heute. Macht aber nichts, kann man sagen, denn die beiden Limits, die haben Sie ja schon in der Tasche. Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, innerhalb von 3 Tagen habe ich jetzt letzte Woche über 3500 Meter das Limit erbringen können. Von dem her ist natürlich im Zweifelsfall besser, wenn ich dann bei der EM gescheit laufe. Aber für so einen geilen Publikum da bei der heimischen, einzigen heimischen internationalen Veranstaltung in der Halle will man mehr zeigen. Und das war vom Endergebnis her nicht mehr als ein besserer Trainingslauf leider und bei der EM darf das dann nicht passieren. Sie haben die EM schon angesprochen. Was ist denn das große Ziel? Will man ganz vorne reinlaufen? Ja, natürlich, aber das ist immer schwer. Man muss einfach konzentriert in die Vorläufe gehen, um ins Finale zu kommen. Bei den Hallenbewerben geht es eng zu, da sind nur 9 bis 12 Leute im Finale und ja, das wird das Ziel sein, da den Schritt zu schaffen ins Finale und weiterdenken kann man dann, wenn es soweit ist.
Und wie gesagt, heute hat man gesehen, dass noch einiges an Arbeit vor mir liegt. Und das werde ich jetzt auch tun müssen, dass ich mich dort, wie gesagt, besser präsentieren kann. Wie schaut denn der grobe Weg aus bis zur Europameisterschaft? Im Prinzip habe ich jetzt in der einen Woche meine 3 Wettkämpfe jetzt gehabt, habe Gott sei Dank eben die Limits packen können. Und ja, von dem her konzentriert vorbereiten. Ich werde wahrscheinlich nur mehr bei den Staatsmeisterschaften, dann in 2 oder 3 Wochen sind die, jeder auch in Linz wieder antreten, klarerweise. Und ja, dann werden wir schauen, wie es da läuft und bis dahin gut vorbereiten. Und wie gesagt, lieber langsam in Form kommen, bei der EM soll es passen, aber natürlich muss man damit leben mit der heutigen Leistung. Und wie gesagt, Generalprobe verpatzt, dann passt es hoffentlich in Prag. Gespannt blicken die Zuschauer in der Linzer Tipps Arena auch auf den 400-Meter-Lauf der Herren mit dem Hürdenspezialisten Thomas Kain und Doppelparalympicsieger Günther Matzinger. Stellen sich hier gleich 2 heimische Asse der internationalen Konkurrenz. Im ersten Zeitlauf mit dabei ist Thomas Kain. Hier kommt er ins Bild mit der grünen Haube und der Startnummer 101. Ganz vorne kann er nicht mitlaufen. Auf Platz 5 befindet er sich hier in der letzten Runde. Vorneweg der Brite Sebastian Roger. Der ist hier auch nicht zu schlagen. 47,13 seine Siegerzeit. Mit 49,05 darf aber auch Thomas Kain zufrieden sein. Im zweiten Zeitlauf ist dann Doppel-Paralympicsieger Günther Matzinger am Start. Der 27-jährige Salzburger, der über diese Distanz ja auch den Europarekord hält, zeigt über die 2-Runden-Distanz in der Linzer Tipps Arena auch ein starkes Rennen. Die Führung übernimmt zunächst der Tscheche Patrick Sorm mit der Startnummer 111. Günther Matzinger hier auf der Außenbahn. Die letzte Runde kommt er jetzt natürlich in die Innenbahn. Auf Platz 4 ist der Salzburger unterwegs. Er zeigt, wie bereits erwähnt, ein ausgezeichnetes Rennen. Vorne läuft aber der Tscheche Patrick Sorm in Richtung Sieg. Er gewinnt diesen zweiten Zeitlauf und Günther Matzinger kommt mit einer Zeit von 49,87 Sekunden ins Ziel. Eine persönliche Saisonbestleistung. Ja, ich bin sehr zufrieden, war echt ein guter Lauf. 49,87 glaube ich war die Zeit. Also das Ziel unter 50 zu laufen habe ich geschafft, war die schnellste Zeit heuer und durch das, dass ich letztes Jahr verletzt war, ist jetzt 2 Sekunden schneller als was ich Freiluft gelaufen bin, ist für die Hallensaison ja, sehr gut und das stimmt mir zuversichtlich. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Freiluftsaison, da stehen ja heuer Weltmeisterschaften auf dem Programm, allerdings dauert es da noch ein wenig. Wie wird denn der Weg dorthin aussehen? Ja, die Weltmeisterschaften sind heuer erst Ende Oktober in Doha, Katar. Das heißt, ich werde schon eine Freiluftsaison machen, die bei uns im Mai ganz normal losgeht, aber vielleicht nur bis Juli dann nochmal rausnehmen und nochmal einen neuen Aufbau für die Weltmeisterschaft dann machen. Das Linzer Meeting immer ein Highlight, auch für Sie? Ja, ist super da laufen. Tolle Halle, die schönste, die wir haben in Österreich und super leichtathletikkundiges Publikum, volle Halle. Macht richtig Spaß da laufen. Für großes Interesse sorgt beim Google Indoor Meeting in der Linzer Tipps Arena auch der 800-Meter-Lauf der Damen. Der Grund mit der Tschechin Susanna Hejnová ist die regierende Weltmeisterin über 400 Meter Hürden mit dabei. Sie versucht sich erstmals über die 800-Meter-Distanz und zeigt auch eine ansprechende Leistung. Mit einer Zeit von 2:03:60 muss sie sich nur knapp ihrer Landsfrau Lenka Massner geschlagen geben. Fest in der Hand der ausländischen Athleten sind bei den Google Games in Linz traditionell die 60-Meter-Sprintbewerbe. So auch
2015. Bei den Damen sind mit Alexandra Todt und der Niederösterreicherin Viola Kleister gerade einmal zwei Österreicherinnen mit dabei. Kleister läuft hier in Vorlauf 1 auf Bahn 2. Und als einzige Österreicherin schafft sie es auch in den Endlauf. In diesem Endlauf zeigt dann einmal mehr die Südafrikanerin Carina Horn ihre Klasse. Nachdem sie bereits vor einer Woche das Meeting in Düsseldorf gewinnen konnte, siegt sie auch in Linz. Und zwar in einer Zeit von 7,23 Sekunden. Viola Kleister wird Fünfte. Bei den Herren ist das Feld ein wenig größer, sodass es drei Vorläufe gibt. Den ersten gewinnt der Brite Marvin Popola vor dem Niederösterreicher Markus Fuchs. Im zweiten Vorlauf setzt sich mit Kieran Daly ebenfalls ein Brite durch. Zweiter wird Benjamin Grill, der sich damit ebenfalls das Finalticket sichert. Und Vorlauf 3 gewinnt dann der Tscheche Zdeněk Stromsik. Der Salzburger Roland Quitt läuft als Dritter ebenfalls noch in den 60 Meter Endlauf. Drei Österreicher sind also im Finale mit dabei, und zwar auf den Bahnen 1, 2 und 7. In 6,7 Sekunden sichert sich der Tscheche Stromsik den Sieg. Roland Quitt wird als bester Österreicher Vierter. Eine tolle Stimmung gibt es traditionell in Linz auch beim Hochsprung der Herren. Auch hier ist mit Josip Kopic ein Lokalmatador mit dabei, und der 20-jährige Schwanenstädter zeigt in Linz auch einen tollen Wettkampf. Er überspringt 2,08 Meter. Der Sieger in diesem Bewerb kommt aber aus Japan, Hirome Takahari sein Name. Er überquert 2,20 Meter, scheitert aber an der Höhe von 2,26 Meter. Mit großer Spannung wird in Linz auch das Comeback von Ivona Dadic erwartet. Die Welser Siebenkämpferin gibt in Linz ja nach fast zweijähriger Verletzungspause ihr Comeback. Die 21-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in London ihren bisherigen Karrierehöhepunkt erlebte, hat nach einem Abstecher nach England mit dem ÖLV-Nationaltrainern Philipp Unfried und Gregor Högler nun endlich auch ein optimales Trainerumfeld gefunden. Ich bereue England überhaupt nicht. Ich habe viel dort gelernt, aber ich freue mich umso mehr, dass daheim besser läuft. Und ich trainiere in der Südstadt mit Gregor Högler und mit Philipp Unfried halt in St. Pölten. Ich habe ein gutes Umfeld dort, und deswegen kann man sich daheim, glaube ich, für mich, kann ich mich besser entwickeln. Wir lassen uns da jetzt einfach mit dir wirklich Zeit, vor allem mit den Sprüngen. Erster Highlight wirklich ist dann Götzis, bis dorthin muss funktionieren. Und ja, ich glaube, dass wir uns da auf einem ganz guten Weg befinden, aber ja, Prognosen sind jetzt einfach noch, da ist es zu früh, um Prognosen zu stellen. Aber sie ist, glaube ich, auf einem guten Weg, wieder in alter Stärke zurückzukommen. Wie schwer ist es denn, so eine Athletin nach zweijähriger Verletzungspause wieder zurückzuführen? Also, tja, das werden wir sehen. In den Bewerben, wo sie bisher angetreten ist, war es nicht allzu schwer, weil wir haben doch in dieser relativ kurzen Zeit ja, sie doch wieder auf Bestleistungsniveau gebracht. Wie es im Mehrkampf dann ist, das wird man erst sehen. Ich würde einfach versuchen, oder wir werden versuchen, es wirklich einmal uns oder ihr Zeit zu geben, dass sie wirklich, ja, dass sie ist hundertprozentig fit, aber dass sie sich in allen Disziplinen einfach wieder dorthin entwickeln kann, wo sie war. Und ja, dann werden wir sehen und reden wir nach Götzis. Dass sie tatsächlich ausgezeichnet in Form ist, zeigt die 21-jährige Oberösterreicherin bereits im 60-Meter-Hürdensprint. Dadic läuft die 60 Meter in 8,75 Sekunden und darf sich damit über eine persönliche Bestleistung freuen. Im 200 Meter Lauf legt Österreichs beste Mehrkämpferin dann sogar noch einen drauf. Vom Start weg in Führung kann sie hier ganz außen auf der Außenbahn laufend
diese Führung auch behaupten. Tadic gewinnt dieses Rennen in einer Zeit von 24,69 Sekunden und kann nun nach 2 Jahren Pause endlich wieder mit Optimismus in die Zukunft blicken. Voll super, ich bin verletzungsfrei und gesund. Das ist für mich das schönste Gefühl und als Athlet ist einfach das schönste Gefühl, wenn man verletzungsfrei und gesund ist. Und wenn man daheim dann wieder das Comeback feiert, ist es noch schöner. Die Leistungen über die 60 Meter Hürden und auch über die 200 Meter, zufrieden damit? Ja, mit den Hürden sehr zufrieden, wobei ich glaube, da ist noch was drinnen, es war Bestleistung. Super Einstieg und die 200 war auch sehr gut. In der Halle ist natürlich schwer, 200 zu laufen, aber für das war es sehr gut. Sie haben es angesprochen, es ist ein schönes Gefühl, zurück zu sein. Wie hart war denn die Zeit, nicht da zu sein? Sehr hart, vor allem wenn man im Fernseher oder bei irgendeinem Meeting zuschaut und draußen sitzt auf der Tribüne, ist für mich persönlich sehr hart gewesen, aber deswegen war der Ehrgeiz nur mehr da zurückzukommen und wieder dabei zu sein. Die großen Ziele liegen heuer natürlich nicht in der Halle, sondern im Freiluft. Götz ist ein Thema. Ganz genau, also die Hallensaison nicht mehr einfach wieder zum Einsteigen, einfach wieder dabei sein und das so gut läuft, gefällt mir einfach nur mehr, aber für mich ist halt die Freiluftsaison viel wichtiger und Götzis und die U23-Europameisterschaft sind meine nächsten Ziele. Eine Jahresweltbestleistung. Ein österreichisches Hallen-Europameisterschaftslimit durch Lukas Weisheidinger. Starke Auftritte von Beate Schrott und Kira Grünberg sowie zahlreiche persönliche Bestleistungen. Das Google Indoor Meeting 2015 war einmal mehr eine tolle Werbung für die heimische Leichtathletik.